Die muss jetzt mal hochkommen. Jetzt wollen wir hier wirklich komplett einmal außen rumlaufen mit diesem Scheiß. Oh, wir standen gerade überqueren. Ah, ich kann einfach drüber klettern. Geil. Haha. Einfach mal über Stacheldraht geklettert. Wir sind so hardcore. Vor allem, wir sind direkt bei ihm. Okay, ich werfe mal kurz einen Granatwerfer rein. Ob das funktioniert. Aua. Nicht wirklich, oder? Wir hatten das Tier getötet. Ja, irgendeiner hat hier gerade mit dem Granatwerfer reingeballert. Ja, aber der war zu weit weg. Der hockte da drin, den wir holen müssten, der war da mit drin. Wir müssen ihn ja lebend haben. Dann habe ich mich verzielt, das tut mir leid. Der Granatwerfer war ich. Sie ist rein und da hockte noch einer mit Waffe neben den wir holen müssen. Und dann habe ich nur eine Explosion gesehen, habe mir schon gedacht, oh oh. Hm. Ja. Nee, ich stand da draußen, vor dem Zaun. Nee, aber irgendjemand ist doch mit mir hochgerannt gerade in das... Ich war drin, aber ich hab normal auf den anderen geschossen. Ja, bei... Ich nur die Illusion bemerkt. Wahrscheinlich hat er die NPC. Egal. Scheiß drauf. Das Gute ist, dass wir nicht mehr die unentdeckt Passage haben. Wir können also einfach jetzt hier ganz normal... Ja, mehr oder weniger. Aber wir müssen die ganze Strecke jetzt nochmal hier... ja. Klar. Der ist aus. Deck alles hin. Setze Drohne ab. Die Drohne funktioniert nicht, wir werden gestört. Zweiter Alarm aus. Der Alarm ist deaktiviert. Ich weiß nicht, wie viele Alarme und Dinger die haben, aber zwei sind weg auf jeden Fall. Ich glaube, der sitzt doch schnell, hat sich doch in den Panzer gehauen. Nee, ich hab den getötet, bevor er eingestiegen ist. Ah, ist noch gut. Okay. Alter, ey, was die fressen, das ist unfassbar. Django ist tot. Schau jetzt oben links weg. Also manche von den normalen Gegnern schlucken wirklich mehr Kugeln als diese gepanzerten. Das finde ich schon seltsam. Vorsicht, da hockt einer an der Kanone. Ja, der ist weg. Sehr gut, der war wichtig. Weil ich so... Der war auch kaputt. Ich kann die Wolle auf jeden Fall das mal holen damit. Da hast du dir aber Zeit gelassen. Ging nicht schneller, sorry. So... Nee, da war irgendwas. Irgendwas habe ich entdeckt. Ich weiß noch nicht wo. Da hinten. Sniper hinten. Ja. Lass ihn mal. Moment, wenn ich drauf schieße, da kommt er nämlich raus. Ja, du musst aber auch schon den Dings, den Sturz mit einberechnen. Ja, hab ich, weiß ich, das ist mir klar. Hab ihn. Dass der Chick mit runter geht, die Kugel, ist mir schon klar gewesen. Scheiße, da kommt ein Heli, vorsichtig. Ja, warte mal. Ja, gut, geht der wieder runter. Fixing. Ich habe mich erstmal schnell in ein Gebäude begeben, an Deckung. Wo kommt man denn hier hoch? Wo ist der blöde Heli? Über mir. So, Alter. Jetzt ist er weg, Gott sei Dank. So. Da nach oben für den Fertigkeitspunkt da. Ja, da wollte ich dran.
Wir sind hier. Ja, leck mich doch. Nehmen wir mal mit. Die Fertigkeitspunkte kann man immer mal gebrauchen. So. Jetzt geht das wieder los. Okay. Den Generator ausstellen. So, der eine gepanzerte schon mal weg. Ja. Statt den Generator zu suchen, kann man nur einfach auf den Katzen schießen. Zack. Die haben mehrere. Ja, drei habe ich schon weggeholt jetzt. Oh. Ja. Wo bin ich wohl gerade denn? Ich bin jetzt gleich auch tot. Ich habe nicht gesehen, wo der war. Alter Schwede, ich muss mal eben hier mich irgendwie in Sicherheit bringen. Wo sind die denn alle? Haben wir eigentlich die Santa Blanca schon befreit? Ja. Da stand immer was von Santa Blanca greift an. Okay, du bist schon da. Danke. Was hast du so lange? Ist immer das Drohnensignal wird gestört. Ich empfange gar nichts. Hab einen. Noch einen. Da ist vielleicht eine Granate irgendwo. Sehr hier unten. Hab ich. So. Ja, aber irgendwo noch auf jeden Fall sind, weil von rechts muss auf jeden Fall noch Minimum einer rumlaufen. Warte mal, was ist denn der? Boah, leckt das gerade. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Boah, Alter. Wo geht das gerade bei euch aus, extrem? Ja. Ein bisschen, ja. Boah. Ruckel, ruckel. Ja, das ist gerade abartig. Ich habe hier gerade etwas die Orientierung verloren. Wo müssen wir denn hin? Das ist ja das, was mich auch gerade ein bisschen wundert. Der gelbe Kreis ist überhaupt nicht vorhanden gerade. Alter, hier ist zwar irgendwo ein roter Kreis, aber ich finde hier auch niemanden. Hier ist einfach keiner. Wenn rechts hinten kommen Autos. Hier ist keiner. Hier ist rot, aber hier ist keiner. Die Frage, was ruckelt hier gerade so extrem? Das ist gerade nicht schön. Bei mir ist wieder weg. Nee, bei mir nicht. Ja doch, jetzt ist weg. Ja. Also ich gehe wieder außen rum, weil da komme ich nämlich direkt zu Els Strapro. Ja, warte mal, wo ist hier? Hier ist bei uns hier. Der Typ. Warum müssen wir denn hin? Hier, wo ich bin. Hab ihn, er ist tot. Seht ihr mich? Hier oben? Ja, das ist das Gelände hier oben. Mal gucken, wie weit ich jetzt hier hochkomme. Fuck, der Drecksalarm. Boah.
Granate fliegt. Nehmt das. Der blöde Stromgenerator nochmal. Die Drohne tut's nicht, sie wird gestört. Die Wichser stören die Drohne. Mist. Wir haben Alarm eingerichtet. Kommt man denn da rein, sag mal? Hab den Alarm ausgeschaltet. Also ich bin vorhin hier einfach über den Stacheldrahtzaun geklettert, wo ich hier gerade bin. Ah ja. Aber ich habe hier mich halt gerade einer erwischt, der rausgekommen ist aus dem Gelände. Weißt du sowas wie generatormäßig? Also ich habe gerade einen ausgeschaltet hier. Oh, warte mal, das wahrscheinlich. Gleich tot. Du bist keine Granate. Der ist weg, so. Wo ist denn jetzt der Markus? Der ist auch. Ich habe mich jetzt schon weggespawnt. Alarm ausgeschaltet. Das ist eine Waffenkiste. Wir können jetzt die Drohne wieder nutzen. Ziel Nummer 2, da. Da ist ein zweites Ziel. Oh, genau jetzt muss der nachladen, ist ja klar. Du meinst, es sind die unpassenden Momente. Ich bin noch vorne drüber. Jetzt ja. Da ist er. Da ist er. Da ist noch einer. So. Das kann doch nicht sein, dass er immer noch lebt. Wer? Ja, ich habe ihn mindestens dreimal in den Kopf geschossen und der, ne, und der stirbt einfach nicht. Sehr gut. Ja, habe ich doch gesagt, die fressen irgendwie auf einmal unglaublich viel Kugeln. Die ist aber irgendwo, und irgendwo ist ja noch einer. Ganz weit weg da, ein roter Fleck außerhalb. Auf dem Heli! Sie passen sich an. Das muss ich doch gar nicht. Ich habe das alles schon durchgespielt. Schon. Alle da? Ja. Ein, aber... Das heißt... Egal jetzt. Ey. Das ist rot. Schnell weg. Ja, warte, wo ist er nicht da? Oh. Aber wir werden uns gut verstehen. Als hier, in dem müssen wir wirklich kein Mann ist, bravo. Brauche ich alles wieder, ne? Das lassen Sie besser. Dabei ist er fast gelöscht. Wissen Sie, wie kalt das Unterwasser ist? Das Problem der chemischen Bindung ist ja kein. Monoethanolamin müsste in Bolivien leicht zu finden sein. Ist nur ein großes Problem. Kann ich nicht hier anrufen? Sie wird beschäftigt sein, aber das macht nichts. Sie kennt mich gut sogar. Was rede ich denn? Nein,
Ja, das war ein Helikopter. So. Müssen bestimmt alle reingehen, ne? Wahrscheinlich, ja. Ich gehe mal in der Zeit meinen Kaffee wegbringen. Ja, ich bin auch gleich wieder. Ich war ganz kurz am Handy gerade. Ich komme. Ja, wahrscheinlich müssen wir wieder alle reingehen, wie beim letzten Mal auch. Pup. Ma'am, Nidia wird mir suchen. Gut, denn wir suchen sie. Es heißt, sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten sie begriffen haben, dass sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor sie überhaupt aus dem Sack ihres Vaters gespritzt sind. Und sie werden noch da sein, wenn sie bereits zu Stauze fallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als sie. Als ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis Sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Ihre Schwänze? Das Problem ist, Sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jaguar, sagt sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Ganinchen, Sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, Sie belügen sich nur selbst. Reden Sie ein, dass Sie irgendwas bewirken. Hier ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist Ihnen ein bisschen, bevor Sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Was soll das heißen, wir haben den Falschen? Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Bowman dann? Mit El Cerebros Top-U-Boot-Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. So fahren oder fliegen? Die Frage ist, was machen wir jetzt? Ja. Sekunde. Das geht dann. Weil ich würde sagen, wir machen hier weiter. Nee, Quatsch, halt. Leute. Okay, nee, das ist sehr uninteressant, weil das ist hier wieder der Predator. Komische. Ja, ich glaube ja. Oder? Der Dschungel bewegt sich, ist die Predator-Mission. Kein Mann ist. Ja, gut, dann machen wir was anderes. Die Unidad hat einen Rebellentruck voller Medikamente konfisziert. Warte mal. Für Kataris Leute zurück. Ich guck gerade mal, wie die Fortschritte aussehen. Bisario, Schmuggel, Kamanes. Wobei wir jetzt hier in den jeweiligen Gebieten, glaube ich, alles geholt haben. Doch, wegen dir können wir den Fuzzi da auch nochmal versuchen. Ja. Ja, ja. Gut, dann versuchen wir es nochmal. Soll ja wirklich der schwierigste Gegner sein, wie ich gehört habe. Ne? Nee, es soll noch einer schwieriger sein. Sollen wir hinfliegen? Die Sam Fisher-Mission von Splinter Cell soll schwieriger sein. Ja, das habe ich so auch gehört. Das soll. So. Okay, für keine Ahnung, ob wir fahren sollen, fliegen sollen. 1,6 Kilometer. Ah, wir können fliegen. Dann zeig uns mal den Trick, den du gefunden hast. Richtig. Wenn wir es jetzt nicht schaffen. Jetzt oder nie. Schade, dass wir den